Moin, moin und hallo aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich grüße euch hier aus dem hohen Norden. Ja, ich habe die erste Arbeitswoche nach meiner Kreuzband-OP hinter mir und mache jetzt mal mit euch den ersten Gartenrundgang dieses Jahr. Ist ja ein bisschen länger her, dass ich was gemacht habe. Ich konnte das früher auch nicht ganz so gestalten, wie ich das gerne wollte, da ich, wie gesagt, am 2. Dezember ein neues Kreuzband bekommen habe. Das hinterlässt natürlich schon seine Spuren und muss erstmal anständig verheilen. Aber wir fangen mal an und schauen mal, wie das hier so aussieht. Wir haben heute Muttertag, ich glaube der 14. Mai, Sonntag, morgen. Gestern hat es geregnet, wir hatten ein bisschen Gewitter, die Eisheiligen haben wir auch hinter uns. Oh, und ich fange einfach mal an, wie das hier so aussieht. Hier ist ja unser Kräuterbeet. Das klappt ganz gut, den haben wir hier schon mehrere Jahre. Den nehme ich immer zum Räuchern und schneide da ein bisschen was ab. Hier habe ich Tomaten eingepflanzt. Die vorderen drei habe ich vom Nachbarn geschenkt bekommen. Der hat die selber gezogen, Samen letztes Jahr abgenommen und selbst gezogen. Die habe ich auch schon vor den Eisheiligen eingepflanzt. Sonst hatte ich hier ja immer noch eine kleine Überdachung. Die habe ich jetzt nicht mehr, da ich ja letztes Jahr Ende Sommer das Dach komplett neu gemacht habe. Habe ich die Überdachung hier erstmal weggerissen. Der Dachüberstand ist jetzt nicht so groß. Aber erstmal ging's. Ja, und die Eisheiligen hat es ja auch überstanden. Mal gucken. Hier haben wir letzte Woche noch einen neuen Wein eingepflanzt. Der alte steht dort. Der ist jetzt 2 Jahre drin. Der ist ganz gut gekommen. Den muss ich auch auf jeden Fall schneiden. Das ist ein dunkler. Hat dunkle Trauben, dunkle große Trauben. Die schmecken auch ganz gut. Und hier haben wir jetzt grüne Trauben, aber dieses Jahr wird da noch nicht viel kommen, glaube ich. Hier ist unser Hochbeet. Das hatte ich letztes Jahr ja mit so einem Netz abgedeckt. Das hat mir nicht sehr gut gefallen. Auch wenn das natürlich vor den Pickereien der Vögel bei den Erdbeeren ein bisschen geschützt hat. Aber das war nicht sehr ansehnlich und so viel hat es auch nicht gebracht. Und die Melonen haben sich da drin auch hoffnungslos verwurstelt. Das war nicht so schön. Aber hier die Erdbeeren, die haben den Winter ja eigentlich ganz hervorragend überstanden. Die hatte ich ja nicht abgedeckt und überhaupt nichts mitgemacht. Aber wie ihr seht, schauen die ganz gut aus. Hier selber im Hochbeet habe ich schon vor geraumer Zeit Spinat gesät. Könnt ihr auch erkennen, dass der nicht so gut gekommen ist. Ich hatte sogar einmal nachgesät nochmal. Aber das schaut noch nicht so klasse aus. Aber ich denke mal, das wird es noch. So, hier im Hintergrund unser Rhabarber, der eine, da kümmern wir uns ja gar nicht drum, gar nicht so großartig, aber der blüht hier. Das ist Rhabarber. Kennt man gar nicht so, dass er so blüht, ne? So, hier mal was für die Nicht-Gärtner. Ich habe gestern meine Poolabdeckung runtergenommen und geschaut, wie der Pool den Winter überstanden hat. Nämlich ganz gut. Die Farbe hält. Ich hatte ja sowieso eigentlich vor, den alle 2 Jahre zu streichen. Und letztes Jahr musste ich es aber trotzdem, weil im Winter ein paar Abplatzungen da waren. Aber jetzt sieht das ganz gut aus. Jetzt muss ich halt einmal rein mit einer Bürste. Und dann lasse ich ihn volllaufen. Dann kann es wieder losgehen. Der hat den Winter also ganz gut überstanden. Und für alle, die Pool-Videos sowieso gesehen haben, die Heizung habe ich mittlerweile hier ja deutlich verändert. Ja, hier rum betoniert. Und dann habe ich hier ringsrum also Grillkohle und auch ein paar Holzscheide. Am besten irgendwelche Laubhölzer, die nicht so spratzen mit den Funken, damit man keine Asche im Wasser hat. Aber das funktioniert sonst ganz gut.
So, dann gehen wir mal ins Gewächshaus. Hier nochmal ein Salatbaum. Den kennt ihr ja auch schon. Das mache ich ja jedes Jahr eigentlich gleich. Alles voller Pflücksalate. Nichts Besonderes. Drei verschiedene Sorten. Hier das andere Hochbeet. Hier hatte ich Salate über. Die wollte ich jetzt nicht wegschmeißen. Hier hatte ich noch dann ein paar eingepflanzt. Da sind die Katzen bei. Ja, hier ist außer Unkraut sind hier noch Karotten drin. In diesem Hochbeet. Ja, es sieht ein bisschen wild aus hier. Wie gesagt, ich konnte ja nicht ganz so, wie ich wollte, durch die Kreuzband-OP. Die Heilung hat sich doch ein bisschen hingezogen. Und da war ich immer ein bisschen gehandicapt. Aber es hat doch ein bisschen geklappt. Also hier habe ich Melonen. Ich weiß jetzt nicht, welche Sorte. Ich hatte noch Samen über vom letzten Jahr und ich wollte dieses Jahr hier drinnen im Gewächshaus ziehen, weil draußen das ja nicht ganz so prickelnd war. Also hier habe ich zwei drin in einer großen Bütt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Liter die Bütt hat. Hier ist eine drin. Hier sind zwei Chilis in einem Pott. Nochmals Melonen. Ja, die Eisheiligen haben sie hier ja mitgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz so schlau war. Einmal hatte ich eine Nacht hier Kerzen drin. Mal sehen, also wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Hier nochmal Chilis. Zwei Melonen. Die eine hat das Umtopfen eventuell nicht verkraftet. Weiß ich nicht. Aber ich lasse sie erstmal drin, ich reiße sie nicht gleich raus. Und hier nochmal Chilis. Die sind nicht gut gekommen. Ich habe die ja relativ früh eigentlich auf der Fensterbank eingepflanzt und gezogen. Ich hatte eine schlechte Keimrate. Und die sind dann auch nicht gut abgewachsen. Ich habe wild gemischt. Ein paar Samen habe ich direkt abgenommen von Chilis, die meine Frau gekauft hat. Und dann habe ich einfach noch mal ein paar Reste genommen, die ich noch hatte. Ich weiß zum Teil gar nicht welche. Also das ist so ein kleines Überraschungsprojekt dieses Jahr. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, hier die Gurken habe ich dieses Jahr auch nicht so viele. Vier Stück an der Zahl. Dazwischen stehen noch die Zucchinis. Die hatte ich auch zu den Eisheiligen hier ins Gewächshaus gestellt, weil das einfach zu groß wurde. Ich habe die einmal größer umgetopft von der Fensterbank runter. Aber die können ja auch überhaupt keinen Frost. Da wollte ich das Risiko nicht eingehen. Und habe die erstmal hier drin gelassen. Aber die könnten eigentlich heute auch noch raus. So, und hier die anderen Gurken. Ich habe dieses Jahr nur vier Gurken, zwei Schlangen und zwei Snackgurken oder Vespergurken. Ich wollte eigentlich noch eine Mini-Gurke haben, eine andere Sorte, aber leider hatte die der Händler nicht. Ja, und ich wollte nicht nochmal los und dann habe ich es halt so geregelt. Gut, dann gucken wir noch einmal hinter das Gewächshaus. Da hat mir ein Nachbar, nämlich hat mir so viele Tomaten vermacht. Da wusste ich nicht, wo ich damit hin soll. Hier sieht das ja ansonsten ziemlich wild aus. Den Boden hätte ich komplett umgraben müssen. Aber da war ich noch nicht in der Lage zu. Und so eine richtige Umgrabeaktion traue ich mir auch jetzt noch nicht zu. Aber die hier sind geschenkt. Ich wusste nicht, wo sie hin sollten sonst. Die sind hier auch nicht überdacht. Und mal gucken, wie es wird. Die zeigen jetzt direkt nach Süden. So, und hier könnt ihr auch sehen, wie das Gewächshaus den Winter überstanden hat. Ich meine das recht gut. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das eine Top-Sache. Viel besser als die anderen Hartplastikteile, die man da so kauft. Also die Folie hält jetzt mittlerweile schon länger, als ich das gedacht habe. Und von daher bin ich da total mit zufrieden. Würde ich jederzeit wieder machen. So, das war's
hier aus dem schönen Schleswig-Holstein von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Muttertag. Viel Spaß beim Selbergärtnern. Ciao.